Hallo und guten Tag. Heute ist der 24. März 2020. Ich melde mich hier wieder aus meinem Arbeitszimmer, Tanja Langer, und möchte anknüpfen an einen Gedanken von gestern, nämlich das Buch von Hannah Arendt über Rachel van Hagen, Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik. Hannah Arendt hat dieses Buch 1933 geschrieben. Sie selbst wurde 1906 in Königsberg geboren. Und sie hatte eine sehr unorthodoxe Mutter. Der Vater war leider sehr krank und nicht so für die Erziehung zuständig wie die Mama. Und diese Mutter hat ihr nicht nur ein großes Selbstbewusstsein als Mädchen vermittelt, wie wichtig Bildung ist und was sie damit erreichen kann, sondern diese Mutter hat sie auch getröstet, als Hannah Arendt eines Tages auf der Straße angegangen wurde und jemand sie beschimpfte als Jude, Jude. Diese Episode, die überliefert ist in der Biografie einer Hannah-Arendt-Schülerin, Elizabeth Young-Brühl, die ich leider in meinem Vorrat nicht mehr gefunden habe, wird auch aufgegriffen von Ken Crimston, der in seinem Buch Die drei Leben der Hannah Arendt das auf eine wirklich sehr tolle Weise umgesetzt hat. Er zeichnet das kleine Mädchen sehr frisch und heutig. Und er erzählt, wie sie durch die Straßen von Königsberg läuft und nachdenkt und dann eben auch verschiedene Erlebnisse hat. In einem sehr späten Interview mit Gero von Böhm, an das ich mich erinnere, hat Hannah Arendt gesagt, sie sei zur Jüdin gemacht worden und das hätte sie intellektuell geprägt. Vielen ist wahrscheinlich bekannt, dass sie eine sehr komplizierte Liaison hatte mit Heidegger, dem Philosophen Heidegger. Und ich fand jetzt lustigerweise in der Graphic Novel ein Wort, das uns alle sehr beschäftigt. In Heideggers Seminaren versammelt sich im Laufe der Zeit eine Corona von Genies. Denn Corona heißt eigentlich Krönchen oder Krone. Und die Krone der geistigen Elite, die da hießen Hans Jonas, Leo Strauss, Herbert Marcuse, Karl Löwit und Emmanuel Levinas, teilten mit Hannah Arendt diesen zu dieser Zeit sehr bekannten, außergewöhnlichen Philosophieprofessor. Er ist 35, verheiratet, hat zwei Kinder, wird hier ganz lapidar mitgeteilt und ich bin 17. Das Schöne an dieser Graphic Novel ist, dass Ken Crimston diese erste Person wählt, um von Hannah Arendt zu erzählen. Das macht eine sehr ungewöhnliche Perspektive. Es ist oft sehr witzig und trifft auch einen lakonischen Humor, den sie durchaus hatte. Die junge Hannah Arendt ist ja eine der wenigen Frauen, die Philosophie studieren in dieser Zeit. Und sie wird hier umlagert und gefragt, ob sie mit ins Kino gehen möchte, ob sie die Studien zusammen betreiben möchte, ob sie zu einem Fest gehen möchte. Aber Hannah, begeistert und berauscht von einem geistigen Menschen, wie sie meinte, ihn in Heidegger, Martin Heidegger finden zu können, beginnt ein Verhältnis mit ihm. Darüber können wir später auch nochmal sprechen. Ich wollte darauf hinaus, ich wusste damals, als ich zum ersten Mal dieses Buch über Rahel van Hagen gelesen habe, nur ganz grob diese Geschichte. Was mir aber aufgefallen ist und was mir auch in Erinnerung blieb, ist, dass der besondere Blick, den sie hier auf die Liebesgeschichten von Rahel van Hagen wirft, davon geprägt ist, dass sie eine tiefgehende, unglückliche Liebe erlebt hat, bei der sie als jüdische Frau ausgeschlossen wurde. Nicht nur als Geliebte, die abgelehnt wurde vom verheirateten Mann, der nach außen eine moralische Fassade aufrechterhalten wollte, sondern eben auch spezifisch als jüdische Person. Und Martin Heidegger, wie viele wissen, hat ja später dann sehr stark mit den Nazis liebäugelt. Und es war sicher für Hannah Arendt sehr schwer, diese Situation zu verarbeiten. Sie hat 1933 dieses Buch geschrieben über eine Frau, die versucht hat, eben in der Zeit des Aufbruchs der Aufklärung um 1800 einen ungewöhnlichen Platz einzunehmen als jüdische Frau mit ihrem Salon. Und sie dringt sehr tief ein in das Gefühl der Ausgeschlossenheit, das sie selber inzwischen auch intellektuell in mehrfacher Hinsicht erfahren hat. Ich glaube, dass Ken Crimston sich sehr intensiv mit
Hannah Arendts Geschichte und ihrem Denken auseinandergesetzt hat. Und er nennt dieses Buch Drei Leben der Hannah Arendt, weil er es in Etappen aufteilt, praktisch die verschiedenen Existenzen als Philosophiestudentin, dann als sehr engagierte Dozentin, die sich aber auch politisch einsetzt in der Zeit in den 30er Jahren, als es für viele jüdische Kinder auch sehr problematisch wurde. Da hilft sie, diese Kinder mit nach Palästina zu schiffen und in eine spätere Phase, in der sie in Amerika lebt. Ich möchte gar nicht so viel verraten von diesem Buch, aber es ist sehr witzig, wie Ken Crimson bestimmte Gedankengänge auf einen Punkt bringt und mit der Lebenssituation verbindet. Zum Beispiel unterhält sich Hannah Arendt immer mal mit Walter Benjamin, der sich ja bei der Überquerung der Pyrenäen por Bou das Leben genommen hatte und nun in New York, wo sie lebt, als eine Art imaginärer Gesprächspartner auftaucht. Und diesen Gesprächspartner bildet der Graphic Novelist ab als einen Fleck an der Decke. Und mit diesem Fleck unterhält sich nun Hannah Arendt über die Probleme, die sie über die totalitäre Herrschaft umtreiben. Ja, ich habe jetzt heute einen kleinen Ausflug in diese Welt gemacht. Vielleicht auch, um diese ganzen Verbindungen untereinander aufzuzeigen, die uns beschäftigen können, wenn wir so eine Graphic Novel lesen. Vielleicht morgen mehr dazu. Ich muss ja auch noch den Bogen über Rachel van Hagen zurück zu Monet schlagen. Bis dann.